Jo Leute, was geht, bevor das Video anfängt? Ich wollte Bescheid sagen, die Audioqualität heute ist nicht so geil. Ich habe es schon mal in dem Video heute gesagt. Mein Mikrofon schwankt manchmal so ein bisschen, was die Audioqualität angeht. Also entschuldigt mich, am Anfang ist es dezent scheiße, ich weiß nicht, ob es die ganze Audioqualität halt, also die ganze Audiospur scheiße ist, aber ich hoffe nicht. Auf jeden Fall viel Spaß beim Video und Intro. Yeah. Body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu diesem Video. Jetzt sitzt es im Hintergrund, wir sind in BO3. Und jetzt fragt sich jeder Zoda, warum bist du wieder in diesem Drecksspiel? Ja, ich wollte ein Video machen, wie die Lobbys von damals jetzt sind. Ihr wisst, damals waren die Lobbys in BO3 so. Du bist reingegangen, vor allem ich bin reingegangen in die Lobby, wurde so richtig hart gefickt von Tryharder, weil ich nur Tryharder gefunden habe. Danach aussieht auch mal eine KD, könnt ihr sehen, 098er, ich hatte mal eine 1,5er KD, ne? Zieht er hin, habe ich glaube ich eine bessere KD. Frag mich nicht, welche, ja, 1,8er. Ja, ne? Auf jeden Fall. Ich wollte euch einfach nur zeigen, wie die Lobbys jetzt sind im BO3. Wie sie in WW2 sind. Also werden wir eine Runde hier spielen, eine Runde in WW2. Und falls ich Lust habe, auch eine Runde in Black Ops 2. Das legendäre Spiel. Da werde ich dann wahrscheinlich nicht zerstört wie in WO3, aber wir springen jetzt in die Runde rein. Bis gleich. So Leute, hier sind wir schon in der Runde, beziehungsweise im Ladescreen. Ich wollte jetzt schon reden, weil ihr guckt euch dieses Ladescreen an. Ein Reiniger, nochmal ein Reiniger. Und ein Schwarm. Das wird ja ein tolles Spiel. Ja. Ach Gott, Alter. Deswegen spiele ich dieses Spiel nicht mehr. Aber ich spiele es halt für euch. Ich sehe schon, es sind welche nachgejoint. Super. Die Hälfte sind wahrscheinlich Deutsche. Aber ich spiele am wenigsten mit den Axe-Clan. Die haben bestimmt viel Deo dabei. Ey, Alter, das ist... Naja. Wenn das Ladescreen mal fertig geladen hat, melde ich mich wieder. Und da ist es schon wieder. Wir spielen heute VMP. So, verpiss dich, Teammate. So, Alter. Wie fühlt sich das an? Also, anderes Movement auf jeden Fall. Ganz, ganz anderes Movement. Es ist nicht schneller als BW2, muss ich sagen. Aber es ist halt ganz anders. Nein! Fuck my life. Aim Easter, Digga. Und würden meine Augen auch da sein, würde ich den Typen auch sehen, vielleicht. Fuck my life, Alter. Wie sie alle campen, Alter. Was mache ich mit denen? Alter! Digga, was habe ich mit denen gemacht? Ich zerstöre die gerade. Ich komme gerade nicht auf mein Leben klar, Alter. Ich spiele das Spiel schon lange nicht mehr. Okay. Nice. Machen wir einfach weiter, bevor wir völlig ausrasten. Okay, da. Nein! 4 for Talent. Verdammt. Ja, wie ihr seht, ich habe ein bisschen so High Streaks dabei, aber ja, ne? Okay, eins. Wo ist der zweite? Ich weiß, dass du da bist. Da, komm. Stirb doch. Okay, ich bekomme nicht. Ich muss leider jetzt so rum. Alter, wo ist mein Aim? Ich habe einfach gerade rumgesprayt wie so ein Hurensohn. Okay, ich muss jetzt da lang, weil sonst werde ich gefickt. Und... Scheiße. Er bekommt mich, weil er einen fucking Shotgun hat. Ja, ich versuche gerade so rum zu sprayen, weil ich weiß, dass ich heute mit meinem Aim, was ich heute habe, nicht wirklich was hinbekommen werde. Gib mir mal die XMC, ich hab die nicht. What the fuck, nein, verpiss dich. Okay, nice.
Den haben wir. Könnte ich auch mal bitte ein paar Kills bekommen? Bekommt die ganze Zeit nur Assists. Die meldet aber die Waffe, ne? Ich hab die leider nicht. Komm, haben wir eine Drohne? Das ist am wenigsten für den Anfang, gut. Prefiren ist da. Den haben wir. Komm, wir haben Blutrünstig. Wir haben drei, wir sind drei Kills vor Dings. Nein! Ich kick einen Headshot! Warum ist er ein Spawn? Oder warum, eher gesagt, warum bin ich in den Spawn? Okay, ich hätte erst den töten sollen und dann den anderen, verdammt. Wo spawnen die überhaupt, Alter? Was war das jetzt, was habe ich jetzt gerade gemacht, Alter? Ich duck mich mal hier. Ich dachte, ich bekomme den. Ich habe mir wieder die XMC aufgenommen. Vielleicht reiße ich was damit. Den ficken wir jetzt. Von hinten. Der Bild ist doch bestimmt anal, oder? Der mag das bestimmt. Okay, Moment. Den prefiren wir jetzt. Komm, komm, komm. G-Slide. Und tot. Turn on, oder? Nee, aber Assist. Und Schwerkraftstacheln. Die haben den verdammten Hater und ich zerstöre die trotzdem. Ich verstehe das nicht. Ich habe eine 2er-KD, Leute. Und die haben den Hater. Okay, 1,82er. Aber gleich wieder eine 2er. Moment. Und tot. Diese Reaktionszeit von der Kartoffel, was ich zurzeit habe, Alter. Und das habe ich veraimt. Und bekommt trotzdem, du Hundesohn. Darf ich den letzten Kill machen? Ich werde den letzten Kill. Oh, Mann. Okay. 22:12. Wie ihr seht, sogar ich bekomme nicht aufs Maul. Heißt, die Lobbys sind an sich besser geworden, obwohl es halt diese, ja, DLC-Waffen und so, ne? Aber ich hab jetzt halt ein bisschen Glück gehabt mit der Lobby, weil da dann auch ziemlich viele Noobs waren. Just for Ghosts. Der hat auch eine XMC, ich nicht. Immer ein Schritt voraus. Das vermisse ich ein bisschen bei WW2, aber ja. Das wäre halt auch ein bisschen scheiße. So. Diese Moves, Alter. Okay. Wir sehen uns im nächsten Spiel. Und zwar bei WW2. Und zwar, da werde ich auch noch ein bisschen zuvor reden, bevor wir anfangen. Ich bin sogar besser als der erste von Gegnerteam. Auf jeden Fall. Wir sehen uns gleich im nächsten Spiel. Bis gleich. So, und jetzt sind wir im WW2. Wie ihr seht, wir sind jetzt im Hauptquartier. Das Video, was ich letztens... Oh, was sieht der? Gar nichts. Das Video, was ich mal hier aufgenommen habe, über den Hauptquartier, das jetzt gepatcht wurde, konnte ich halt nicht bringen, weil die Aufnahme halt abgekackt ist und ich das nicht wieder aufnehmen wollte. Ja, ich habe drei Kisten, habe ich vorher ein bisschen gesammelt. Oder was heißt hier vorhin eigentlich? Gestern. Und ja, oh, ich bekomme wieder Punkte. Auf jeden Fall, werden wir jetzt noch ein Spiel spielen. Ich öffne aber erst die Kisten, so, damit ihr so einen kleinen Pack-Opening habt. Wenn mal der scheiß Kreis kommen würde, danke. So, schauen wir mal, ob wir was Gescheites bekommen. Schaut nicht so aus. Dreimal normal, oder? Ist okay. Oh nein, nicht schon wieder. Bitte, bitte. Oh, dreimal selten, super. Geil. Kann ich bitte was Heldenhaftes bekommen? Nein, kann ich nicht. Und schon wieder ein Duplikat. War ja klar, oder? Ja, super. Ja, egal. Wir springen im Spiel rein. Wir sehen uns gleich. Da, und hier sind wir auf Team Deathmatch. Ja, Team Deathmatch, weil ich ja vorher auch Team Deathmatch gespielt habe. Deswegen nochmal Team Deathmatch. Auf Point the Hawk. Ist eine französische Map. Schätze ich mal. Also Point the Hawk. Naja. Müsste französisch sein. Wir spielen mit der Typ in Hundert. Ja. Ach nö. Halt die Fresse, alle stummschalten, danke. So. Probieren es jetzt. Irgendwie hier irgendwas zu reißen, weil
drüben habe ich schon was geschafft. Schau mal, ob ich hier was schaffe. Es liegt immer an den Lobbys. Ob man jetzt was reißt oder nicht. Okay, Moment. Vielleicht bekomme ich den noch. Dann zeig dich mal. Ich weiß, dass du da bist. Ach, come on. Und er bekommt mich dann auch noch, weißt du. Weißt du, die schimmeln zu zweit da drin. Einen Schaufelkill will ich jetzt machen. Komm, wo bist du? Warte, komm. Hä, wo ist der? Ich liebe die Schaufel. Und bekomm. Den habe ich, okay, gut. Ich spreche gerade richtig wegen, weil ich mich konzentrieren muss. Weil ich sonst nichts hinbekomme in diesem Spiel. Das ist mein erstes Game nach BO3. Und BO3 und WW2 sind nicht kompatibel vom Movement her. Alter, er hat fast einen Turn-on kassiert. Ey. Aber wie schnell ich mich umgedreht habe. Egal. Und zum Glück laggt das Spiel auch überhaupt nicht. Headshot. Ja, das Problem ist, wir sind nachgejoint. Und ich konnte halt nicht so viele Kills machen. Egal, komm, wir rechnen einfach aus, was die KD drüben war und was hier war und was dann am Ende besser war oder schlechter war, ne? Er gibt mir einen Turn-on. Nein! Oder war das ein... Ja, okay, es war kein Turn-on. Okay, wir stehen ja 8-5. Es war aber auch recht kurz, muss ich sagen. Also ich würde dann noch eine Runde spielen, um zu gucken, ob das dann doch wirklich so ist vom Spiel her. Okay, da hat der mir einen Turn-on gegeben, dieser Arsch. Und da kommt nochmal ein. Alles klar, what the fuck. Egal, wir sehen uns im nächsten Spiel. Bis gleich. So, und jetzt sind wir wieder. Ich habe ja vorher mit der Dings gespielt, mit der VMP. Und das war eine schnelle Waffe. Heißt, um das genau zu vergleichen, müssen wir auch eine schnelle Waffe spielen. Und wenn mein Typ auch einen Echtsprung machen würde, dann würden wir auch nicht sterben. Da ist einer. Okay, wo ist er? Der ist da. Er spawnt hinter mir? Was? Ihr könnt zwar auch die Dings nehmen, die PPSH, aber die gefällt mir doch mehr, muss ich sagen. Ey, mein Aim ist echt nicht da heute, ne? Also ich muss jetzt mit Schalldämpfer spielen, weil sonst sehen die mich auch cross the map und dann killen sie mich wieder und dann stehe ich mehr als 1-5. Weil es jetzt schon scheiße genug ist. Da ist nochmal einer, aber ich weiß nicht genau wo. Ich sehe auf jeden Fall welche. Weißt du, und ich bekomme nicht mal einen Kill mit der fucking Nate, obwohl die zu fünf da vorne stehen, weißt du. Es laggt halt auch so richtig hart rum, weißt du. Was soll ich machen? Ja, komm. Die Runde springen wir trotzdem zu Ende. Ist egal, wie ich rauskomme. Er campt da die ganze Zeit. Die ganze Zeit ist der Typ am campen. Mama, ich muss da sitzen bleiben, weil sonst bekomme ich nichts hin. Er kommt nichts hingeschissen und legt sich überall hin, als ob das so ein fucking Fleck, Dreckfleck ist. So, jetzt, bevor ich mich wieder verspreche an meiner Flickflack. Würdest du bitte sterben? Ja, ist klar, weiß er, dass ich da bin. Klar. Da drüben, Aktivität. Ganz klar wird die Granate nicht geworfen, obwohl die bei mir schon geworfen ist. Warum spawn ich da drin? Alter. So, das Spiel ist leider zu Ende, ne? Ich bin ja auch überhaupt nicht geleftet, nein. Wie kommt sie auf die Idee? Ich hab ja nur auf Small bekommen von Tryharder, die ganze Drohnencampen, so blöde Hurensöhne. Ja, jetzt haben wir schon den festen Vergleich. Ich rege mich hier auf, aber nicht in BO3. In BO3 habe ich mich aufgeregt, obwohl es noch so viele Tryharders in Lobbys gab. Und hier rege ich mich jetzt gar nicht auf. Hier rege ich mich sehr auf und
drüben nicht. So rum jetzt. Entschuldigung, ich habe mich jetzt wieder versprochen. Was ist jetzt mein Fazit? Mein Fazit ist, dieses Spiel ist scheiße und BO3 wird besser. Automatisch, wenn ein Spiel rauskommt, werden die Lobbys schlimm. Was heißt hier Lobbys schlimm? Die Leute sind einfach schlimm. Nicht das Spiel, nicht die Lobbys. Nicht die Spiel-Engine von mir aus. Sondern die Spieler selbst. Die Spieler selbst machen ein Spiel kaputt. Wie BO3, wie WW2. Wie BO2 damals, wie BO1 damals. Wie, keine Ahnung, Destiny 2 jetzt. Oder von mir aus Battlefront 2. Ich spiele das Spiel zwar nicht, aber es liegt immer an den Spielern. Und dadurch, dass ich mich jetzt da aufrege, haben wir schon einen festen Vergleich, dass das Spiel von den Lobbys sehr schlimmer ist als BO3. Und das wollte ich heute mit diesem Video beweisen, kann man sagen. Aber obwohl das eigentlich schon jeder wusste, ne, weil es ja an sich auch normal ist. Ich habe leider keine Kisten jetzt. Ich habe auch nichts zum Abgeben, weil sonst würde ich jetzt nur noch ein bisschen machen. Ja, auf der Stelle beende ich jetzt auch das Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, damit ihr nichts verpasst. Haut rein, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.